Diesen Bericht präsentiert euch Hacromore, Held seit 1969. Die Business-, Sport-, Lifestyle-Kleidung für Damen und Herren. Modern, sportlich, bequem. Mit höchstem Anspruch von Hacro wird nachhaltig produziert. Hacro, die Mode. MotoTV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Wir sind im Race-Store von Christine Dofner, die jetzt gerade einen Helm anpasst bei einer Beifahrerin oder Fahrerin. Beifahrerin bin ich. Und du hast da einen ganz neuen Stilo-Helm dir jetzt wünschen und wie passt er da? Also er passt hervorragend, bin bis jetzt sehr zufrieden und in der Praxis werde ich sie dann nächstes herausstellen. Ja, Christine, du hast nicht nur Stilo, du hast andere Fabrikate auch noch. Und wie genau. Man sieht, nicht nur Helme, sondern es gibt noch viel mehr bei dir zu kaufen. Ja, beim Rallyefahren braucht man ja Kleidung von Kopf bis Fuß, die feuerhemmend ist bzw. feuerfest ist. Also von den Socken bis zur Unterwäsche, über die Kopfhaube, eben bis zum Helm, overalls, wenn man bei der Sandra schießt, das muss alles der Fiat entsprechen und das gibt es bei mir alles zu kaufen. Ja, wie wichtig ist die Sicherheit im Motorsport? Oh, sehr wichtig mittlerweile. Wir sind ja doch nicht mit 20 km/h unterwegs, sondern doch deutlich schneller. Und da ist jeder Sicherheitsfaktor einfach absolut relevant, ja. Und heute sind wir da im Freilassing bei dem Sprint-Rallye. Bist du selbst mit was fährst? Wir sind halt mit unserem BMW E30 325 iX da. Das haben wir uns jetzt neu gekauft, das Auto. Normalerweise fahren wir im BMW E36 M3. Wie läuft es euch? Heuer nicht so gut. Er hat noch ein paar Krankheiten, aber die treiben wir ihm gerade aus. Die treiben sie ihm gerade aus. Christine, du bist selbst auch wieder mit dabei, greifst das Lenkrad. Selber früher als Co-Pilotin und als Rallye-Pilotin unterwegs gewesen. Und wie freut es dich, wieder dabei zu sein? Das ist immer wieder ein Highlight. Ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn der Schottersprint ist in Freilassing. Der MSC Freilassing macht das super. Gassner Motorsport ist da, der ist da ums Eck daheim. Von daher ist das vom Aufwand her überschaubar. Es ist alles super familiär und super organisiert und da kann man ein bisschen im Sand spülen und das mag ich. Ja, und du fährst mit einem Gassner-Auto, mit einem Allrad, mit einem Mitsubishi, wie ich gesehen habe. Ja, das ist ein Mitsubishi Evo 9 aus dem Hause Gassner Motorsport. Hat alle Sicherheitseinrichtungen, die man so braucht, eingeschweißte Zelle, Sicherheit, also Sitze, Gurte, alles, was man halt haben muss, Feuerlöscher und alles, was von der FIA vorgeschrieben ist natürlich. Ja, sehr interessant. Und wie lange betreibst du schon den Motorsport? Seit 24 Jahren. Ich habe mit 8 Jahren... Ich habe mit 8 Jahren das Slalom-Kartfahren angefangen. Bis ich 18 war, dann habe ich aufgehört. Kurze Ausbildungspause und seit 2016 im Rallye-Auto als Beifahrerin. Ja, sehr interessant. Und es gibt immer mehr Damen, die sich im Rallye-Sport beweisen und auch sehr schnell und sehr gut sind. Ja, das ist total super, weil es einfach, es ist ja eigentlich schon barrierefrei. Es kann jeder fahren und es kann sich jeder verwirklichen, egal ob auf der Beifahrerseite oder auf der Fahrerseite. Es steht für jeden alles offen und es wird auch zusammengeholfen. Da wird jetzt nicht irgendwie diskriminiert oder irgendwie blöd dahergeredet. Das passt alles schön zusammen. Das ist ein familiäres Miteinander und das macht echt Spaß. Ja, der Motorsport, so wie er da geboten wird, für den Kleinen, sage ich jetzt einmal, Geldtasche, sehr interessant. Natürlich kann man auch weiter nach oben, dann wird es viel teurer. Wo seid ihr? In welcher Motorsportliga fahrt ihr? Oh, eigentlich immer Low Budget, würde man sagen, aber von Low Budget sind wir mittlerweile ziemlich weit entfernt, weil die Autos doch sehr viel Geld kosten und auch die Startgelder sind die letzten Jahre natürlich nach oben gestiegen. Also ich denke mal so mittleres Preissegment, aber nach oben gibt es keine Grenze. Ja, nach oben gibt es keine Grenze. Christine, du bist immer dabei. Letzte Woche warst du bei der WRC. Das Dreiländereck-Rallye, die war auch sehr interessant. Wie spannend findest du sowas? Es hat alles seine eigene Faszination, muss man sagen. Das ist halt eine ganz andere Liga. Gell? Das sind Vollprofis, die da fahren. Die sitzen jeden Tag im Auto, die machen nichts anderes. Die konzentrieren sich 100% nur auf das, dass sie schnell sind. Und da ist halt auch oft einmal ein bisschen verbissen, die ganze Geschichte, ist klar, weil das sind Profisportler. Und bei uns da im Kleinen, im regionalen Bereich, wird auch mit scharfen Waffen gekämpft, aber im Endeffekt ist es doch noch leistbar und familiärer. Ja, so soll es sein, denn der Motorsport stirbt schon aus, wenn er zu teuer wird. Christine, danke vielmals, danke, dass du da warst, dass ich heute einmal etwas aufnehmen habe können im Rallye-Sport. Wo kann man bei dir sich melden, wenn man eine Haube, einen Sturzhelm, ein Oberall oder sonst was braucht?
Also gern in meinem Webshop www.racestore.at und da findet ihr auch meine Kontaktdaten. Ihr könnt mir gerne anrufen, WhatsApp schreiben oder E-Mail schreiben. Ich werde jede Frage beantworten, auch wenn es manchmal vielleicht einen Tag dauert. Aber ich werde alles beantworten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wo ihr euch nicht sicher seid, ist es noch gültig oder nicht, was brauche ich da, fragt es mir einfach, das kriegen wir schon hier miteinander. Ja, und sie ist die Fachfrau für den Motorsport, für die Bekleidung, für die Sicherheitsausrüstung. Schaut rein und dann erkundigt euch, wenn ihr einen Schutzhelm, ein Overall, eine Unterwäsche, Handschuhe oder sonst was braucht im Motorsport. Wir wünschen jetzt euch alles Gute. Heute noch einen zweiten, dritten Lauf und dann geht's weiter. Beendet die Saison? Nein. Oder? Die Muslandl steht bei uns noch auf der Liste und dann ist Saisonende. Dann wünschen wir alles Gute. Dankeschön. Ja, Christine, und bei dir, wohin geht's dann? Also bei mir ist jetzt auch die letzte Veranstaltung Saisonabschluss als Fahrerin, was mich besonders gefreut, und auch Saisonabschluss für einen Shop, wo ich einen Stand habe. Und als nächstes dann die Jänner-Rallye schon Anfang Jänner wieder, gleich nach Weihnachten auf dem Programm. Das ist gleich vorbei, ein bisschen über 2 Monate, dann sind wir schon wieder voll drin. Da hast du gerade wieder umpacken und schon sind wir bei der nächsten Rallye. Wir wünschen euch alles Gute, viel Erfolg und schaut rein auf www.tv22.tv. Gibt es das ein oder andere Driften hier aus der Schodergrube beim Moosleitner in Freilassing. Danke vielmals, dass ihr so zahlreich als Damen vertreten seid im Motorsport. Schaut rein auf TV22, abonniert euch gratis und bekommt laufend das Neueste auf unseren etwas anderen Sportsender. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Dietmar Brückel von TV22.